Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, und hier sind wir wieder in Netflix Connected, zusammen mit dem Mai. Jetzt stellen wir euch mal die Bankdrückmaschine vor. Ein bisschen zu groß im Bild. Die meisten von euch werden diese Maschine wahrscheinlich eher meiden, denn das wahre männliche Bankdrücken. Die große Herausforderung ist natürlich die Königsdisziplin mit der Freihandel, mit der Langhandel. Aber gerade wenn ihr keinen Trainingspartner habt, wie ich, dann ist die Maschine gar nicht mal so schlecht. Außerdem sorgt sie auch dafür, dass ihr euch schlechter verletzen könnt und ihr könnt auch viel leichter so etwas machen wie Dropsets, wo ihr das Gewicht einfach reduzieren wollt. Deswegen würde ich vorschlagen, vielleicht gerade am Ende mal einer schönen Brustsession diese Maschine mit einzubauen. Wie man diese benutzt und das meiste daraus holt, das zeigen wir euch jetzt. Wie immer macht der Maib erstmal vor. Ich schaue mal, wie er das so macht und danach bin ich dran. Bei der Maschine gibt es auch nur eine einzige Einstellungsmöglichkeit, das ist die Sitze. Und die wählen wir so, dass ihr hier deutlich, je nachdem wo ihr greift, auf der Mitte bis auf den unteren Teil der Brustseite mit eurer Hand. Wollen wir nicht hier oben haben. Die meisten machen den Fehler, dass sie viel zu weit unten sitzen und dadurch hier oben drücken müssen. Wollen wir nicht, sondern wir wollen die Brust raus und wir wollen mehr oder weniger unter der Brust den unteren Teil drücken. Ellbogen nach hinten bringen, Hebel benutzen. Ihr wollt hier keine starke Spannung drauf haben, vor allem wenn ihr zum Schluss das Ganze runterlasst. Reißt euch nicht die Brust damit durch. Genau, ausatmen, langsam zurück. Die Ellbogen sind immer dahinter. Und die Handgelenke bitte darauf achten, dass das hier gerade ist. Eine Ebene mit dem Unterarm und nicht einknicken. Einatmen, tief. Einatmen, öffnen und wieder, genau. Und tief einatmen, Brust richtig öffnen, rausstrecken und genau. Einatmen, Brust öffnen und gut. Und im Gegensatz zu den Rückenübungen wollen wir hier keine Sekunde irgendwo halten. Weder hier hinten noch vorne. Direkt weitermachen. Langsam zurück trotzdem, das gibt es immer. Kontrolliert zurück. Brust richtig öffnen, raus, ihr seht, Schulter ist eindeutig hinter der Brust und unten. Und jetzt Push. Und das ist ganz wichtig, man sieht immer noch die Brust vor der Schulter. Er geht nicht mit der Schulter vor der Brust und drückt die raus. Macht mal die Schulter ganz nach vorne raus. Ganz nach vorne, genau. Dann seht ihr auf einmal die Brust nicht mehr. Das ist falsch und das machen leider die meisten. Sondern er kommt zurück, richtig öffnen, tief einatmen, Brust raus, zurückkommen. Brust raus, richtig raus und ihr seht, die Brust bleibt immer vorne. Dann arbeitet auch die Brust und nicht die Schulter. Okay, danke. Der Junge trainiert einfach sauber, weil er mit mir trainiert. Da kann ich nicht viel korrigieren. Wenn ich die breite Variante wähle, genauso wie er, da habe ich das jetzt hier auch richtig. Da bin ich genau am unteren Teil der Brust, dann ist das richtig. Gerade halten, nicht eindrücken und versucht auch hier mal den Trick. Stellt euch vor, wenn ihr zurückkommt, dass ihr euch, als werdet ihr am Rand eines Berges und wollt tief einatmen. Ihr öffnet euren ganzen Körper, den Brustraum, alles. Und dabei atmet ihr so tief es geht ein. Das macht ihr, wenn ihr hier zurückkommt. Ihr seht, ich komme dem Ganzen entgegen. Brust ist richtig raus, tief einatmen und jetzt haltet ihr das allerdings so. Das heißt nicht Atem anhalten, aber ihr haltet diese Stellung. Ihr sagt nicht wieder zusammen. Drückt das hier raus. Dann bleibt die Brust vorne und ihr macht das nur aus der Brust. Hier auch, wie bei anderen Brustübungen, Schultern kommen nach hinten und nach unten. Und da bleiben sie. Die gehen jetzt nicht nach vorne und ihr drückt hier vor euch. Dann hilft mehr oder weniger nur die Schulter. Ihr bleibt immer mit der Brust vorne und die Schultern bleiben hinten und unten. Was ich hier auch sehr gerne mache, ist die enge Variante. Bei der engen Variante muss ich mit dem Sitz noch etwas höher. Probiert diese auch gerne mal aus. Brust richtig rausschieben wieder und das ist eine reine Gefühlssache, was ihr lieber mögt und welchen Griff ihr bevorzugt. Das war es eigentlich schon von hier. Probiert es mal aus. Macht vor allem am Ende gut Spaß und wenn ihr natürlich alleine seid, ist das die gute Variante. Das war's wieder von mir. Wenn euch das gefallen hat, schaut euch gerne mal die anderen Teile der Serie an. Bis bald, euer Gotti.